herzlich willkommen hier auf der Hannover Messe, auf dem Stand der Michael Koch GmbH. Ihr Interesse am dynamischen Energiespeicher ist natürlich prima und deshalb werde ich Ihnen jetzt auch ein paar Kleinigkeiten darüber erzählen können. Das Highlight hier auf unserem Stand wurde übrigens auch beim Hermes Award im Technologiepreis der Hannover Messe unter die Top 20 gewählt, was uns sehr stolz macht. Und Ihr Interesse zeigt mir auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Der dynamische Energiespeicher als solches hilft, Bremsenergie in stationären maschinellen Anwendungen, bei der Anwendung von Elektromotoren mit Frequenzumrichtung eben elektrische Energie zu sparen. Wie funktioniert das? Immer dann, wenn durch die Bremsung der Gleichstromzwischenkreis, die Spannung des Gleichstromzwischenkreises nach oben geht, nimmt unser Gerät diese Energie auf. Immer dann, wenn wieder beschleunigt wird, die Spannung nach unten geht, speisen wir wieder zurück. Das alles funktioniert ganz einfach, ähnlich wie unsere schon sehr bewährten Bremswiderstände mit einfachster Anschlusstechnik, mit Plus und Minus und Anschluss zum Bremsstopper ist alles passiert, keine Einstellung notwendig, alles geht automatisch, Einsatzspannung und eine Vorladungsspannung, um die Leistung aufzunehmen, alles automatisch. Einbauen, anschließen, vergessen. Vergessen Sie nicht, auf unsere Homepage zu kommen, bremsenergie.de. Dort können Sie auch schon mal überschlägig berechnen, ob das auch in Ihre Applikation passt. Und für die, die wie ich, Achtung, simsalabim, ein iPhone benutzen, haben wir hier das App Bremsenergie. Viel Spaß dabei, melden Sie sich bei uns, wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen.